Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Splatoon. Und zwar zu einem 1 vs. 1 vom Gewinnspiel her, wo das Anime-Volk gewonnen hat. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch dafür. Und ja, wir wollen, er hat sich ein 1 vs. 1 gewünscht und wir machen alle Modis. Und ich habe jetzt eine Stunde lang, glaube ich, nicht gespielt. Sagen wir jetzt, ich weiß nicht, ob ich wirklich eingespielt bin, keine Ahnung, ist auch eigentlich egal. Let's do it. Revierkampf, okay, Blauflossendepot, langsam kenne ich diese Map langsam schon, weil ich im Teamkampf so ein bisschen gespielt habe. Es ist wieder lustig, ein Revierkampf. Ich glaube, ich werde auch nur meinen Eimer nehmen, weil Eimer ist einfach Eimer. Eimer ist einfach mein Eimer. Und ich glaube, ich nehme da auch immer dieselben Dinger. Und hier kriege ich nur Schrott auf der Kappe. Ich kriege hier nur Schrott drauf. Dieser scheiß Diggi. Kriege ich immer nur Müll. Und hier habe ich leider auch. Aber ich lasse die Schuhe so, weil die geil sind. Deswegen lasse ich sie so. Ja, er ist auch schon. Oder er oder sie. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne jetzt mal er. Und wenn es ein sie ist, dann tut es mir leid. Aber ich glaube nicht. Ah, ist das schön. Ich schätze mal, er hat die Airbrush, glaube ich, genommen. Nehmen ja viele bei Revierkampf, ne? Was? Einen Turboblaster. Meine Kamera ist scheiße, jetzt ist sie gut. Okay, ein Turboblaster zum Färben. Ich hoffe, er verwechselt sich jetzt nicht im Modus. Das wäre nicht so. So viel mir aus kann er mich gerne oft töten, aber ich bin ein Reviermensch. Ich hoffe mal, er hat sich wirklich nicht im Modus versehen. Das wäre nicht so geil. Ja, ja, da flüchtet er, der kleine Lümmel. Bei 1 vs. 1, ne, dann ist das manchmal so, wenn du einmal wirklich getroffen wirst, das ist schon fast ein Problem. Ach so, wegen der Tenzuka. Tja, du. Hier, bitteschön. Meine Tenfernos habe ich sehr lieb. Naja, unterschätzt meinen Eimer nicht. Ich bin auch sehr konzentriert gerade, falls ihr merkt. Ich versuche jetzt nicht unbedingt wie Analaya so rumzublabbeln. Ich will jetzt aber nicht campen. Unterschätzt meinen. Okay, ich darf aber auch nicht den Kurboblaster. Genau, wir haben eine neue Waffe, den Kurboblaster. Habt ihr auch schon den Kurboblaster? Ich zumindest schon. Den Kurboblaster. Ich habe eine neue Waffenidee, wie die heißen soll. Kurboblaster. Beste. So, ich kann ja auch schon mal färben. Ja, ja. Ich töte sehr gerne mit meinem Eimer. Das sollte euch bewusst sein. Bei sowas. Ups. Nehme ich immer meinen Eimer. Ich glaube schon, dass er sich im Modus versehen hat. Ich glaube schon. Das merke ich ja, wenn du das Video siehst und in die Kommentare schreibst. Beziehungsweise danach vielleicht schreibst auf einen Kommentar, dass du dich im falschen Modus geirrt hast. Das hatte ich auch schon mal. Das ist nicht sehr schön. Komm, ich versuch's einfach mal. Wo ist er denn? Ach, er versucht in meine Base zu gehen. Ich komme von hinten. Vorher noch meine Bombe ins Gesicht. Ich glaube, du hattest aber deine Tenzuka. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass du diese zündest. Dann wäre ich aber abgehauen. Aber ich glaube, nee, ich glaube, ich wäre sogar noch zu der Tenzuka hingegangen. Boah, habt ihr noch den Strahl da gesehen neben mir? Hm, ich habe auch die Explosionen gesehen. Jeez. Aber wenn du echt den Modus, also wenn du den Modus verwechselt hast, dann kann ich das noch verstehen. Dann verzeih ich das mal. Aber ich glaube schon. Ich denke mal schon, dass du, glaube ich, den Modus verwechselt hast. Weil ich glaube, am Anfang wollte er direkt in die Mitte, glaube ich, gehen. Deswegen glaube ich das schon.
Das ist natürlich ein bisschen bitter. Und das ist natürlich mein Hassmodus. Ich glaube, ich prophezeie, dass ich hier verlieren werde, weil ich hasse diesen Modus. Und hier nehme ich auch eigentlich eine andere Waffe. Ich glaube eher den Klecksroller. Aber ich traue mich langsam nicht mehr in 1 vs. 1 oder in Privatlobbys einfach eine andere Waffe zu nehmen, wenn ich aufnehme oder so. Ich traue mich das nicht mehr, weil ich dann einfach so noobig bin. Und ich will nicht zeigen, dass ich noobig bin, okay? So, jetzt ist Operation Goldfisch und bin mal gespannt. Oh Gott. Einen, Dual-Platscher. Also bei mir kann er jetzt ja ausmalen, ja. Sie nimmt immer den Eimer. Hat natürlich eine schöne Reichweite. Ja, geh mal weg da. Du hast den Echolokator, ne? Nein, er hat die Heuboje. Sag mal. Ich habe auch nicht gedacht, dass er so... Ich dachte, ich würde... Komm, jetzt lass es durchrushen irgendwie. Nein! Nein! Hä, ich hab dich doch getroffen! Was zur Hölle? Hä, was war das denn? War das ein Lag? Komm, jetzt tötet er mich noch, wa? Nein. Alter, was war das? Ich hab dich irgendwie davor... Hä? Was war das? Und dann wollte er, glaube ich, noch die Heuboje zünden. Hätte er die gezündet, dann wär ich tot gewesen. Ich bin auch schon so leicht angespannt, glaube ich. Ich glaube, das merkt man. Ohne Scheiß, ich habe jetzt kein Match gespielt. Ich habe eine Stunde lang nicht gespielt. Ich habe mir irgendwelche Videos angeguckt. Dachte ich mir so, ey, 5 Minuten vorher, ich mache schon mal Lobby offen. Habe ich mir so gedacht. Ich glaube, da kommt noch irgendeine Rache. Ich glaube, irgendwann merkt er sich so, oh, meine Map. Meine Map. Und er bleibt beim Dual-Platter. Und ich bleib bei meinem Eimer. Sexy. Ja. Ich glaube, da kommt aber irgendwie noch irgendeine Rache. Gleich wieder richtig böse. Und zerstört mich hart. Aber das weiß ich nicht. That I don't know. Aber das sehen wir ja. Und die Waffe ist praktisch. Scheiße. Da habe ich leider daneben gezielt. Ich sag ja, da kommt eine Revanche. Jetzt hat er halt schön viel Tinte da. Und jetzt irgendwie die... Hallo? Kann sich die Scheiße mal umfärben? Danke. Ich hasse es, wenn die Zone sich nie umfärbt. I hate it. So, soll ich campen? Das ist meine Map. Die verteidige ich. Und zwar hart. Hier. Bitte. I love meine Map. Deswegen muss ich da gewinnen. Naja. Heuboje kann ich schön ausweichen. Nein, lass es. Lass es. Geh weg. Ich verteidige meine Map, okay? Ich versuche ihn so ein bisschen zu verarschen. Dass ich erst da bin und dann erst da und dann doch wieder da. Ja gut, ich hatte nicht gedacht, dass ich das noch so schnell wenden kann. Ja, ich habe so ein bisschen Herzklopfen leider. Ich weiß nicht wieso. Ich bin bei sowas immer angespannt. Egal bei wem. Ah, 3 Siege in Folge, das ist irgendwie... Finde ich irgendwie... Weiß ich nicht, das ist komisch. Das wundert mich.
Das wundert mich. Ich dachte, wenn ich mit euch spiele, dass es pure Zerstörung kommt. So. Turmkommando. Auf welcher Map? Arowana Center. Das ist wieder so ein Scheiß-Map, wo ich schlechte Erfahrungen habe. Soll ich Sniper nehmen? Nein, vergesst es. Ich nehme keine Sniper. Nachher verkacke ich total, deswegen lasse ich es. Ich lasse es. Nee. Ah, schön. Ich habe mir auch mal überlegt, wie der Community richtig Aufnahmen zu machen in Privatlobbys. Könnte ich auch mal bringen, mal wieder. Jetzt kommt... Yay! Mach das! Mach das! Das wäre sehr toll. Stell mal erst oben. Wenigstens gegenseitiger Kill. Weil bei Turmkommandos ist immer das Problem, wenn du einmal tot bist, kannst du den Turm einfach sowas von pushen. Er nimmt auch denselben Weg gerade, wo er gerade gegangen ist. Und er ist schneller da. What the fuck? Und ich bin ins Wasser geplumpst. Geil. Ich glaube, hier werde ich, glaube ich, richtig verlieren, weil ich weiß nicht. Die Map liegt mir nicht. Er ist gerade ernsthaft ins Wasser geplumpst. Dafür mache ich den ganzen Scheiß aber weg. Ich glaube ja wohl nicht, dass ich die Sprungbojen da gelassen hätte. Aber hier kann man sich auch behindert verteidigen, ne? Ich konnte aber nichts machen. Wäre ich jetzt, rausgegangen, dann wäre das auch blöd gewesen. Ist einfach so, Turmkommando ist so ein bisschen behindert. Man kann sich nicht so wirklich verteidigen auf dem Turm. Und wenn da immer diese scheiß Gitter sind oder diese behinderte Palme da. What? Okay, das war jetzt sehr schnell gekillt. Please. Nein. So schnell lasse ich mir das aber nicht nehmen, okay? Please not. Ich sag ja, ich verliere hier. Eindeutig. Ich glaube, ich muss jetzt wieder ein bisschen... So, hier, dein Scheiß da. Hier geht er, glaube ich, wieder lang, ne? Mit Sicherheit geht er da lang. Piss dich da. Boah. Nein, du bekackter Turm. Ich muss mich jetzt regenerieren. Du scheiß Turm. Warum gehst du auch immer so schnell weg? Du bekackte Hundescheiße. Scheiße, ich hätte, glaube ich, die Sprungboje da wegmachen sollen. Lass mich hier. Nein. Jetzt lass mich doch mal. Von mir aus mache ich jetzt die ganze Zeit das hier. Das können wir auch machen. Jetzt klebe ich hier fest. Ich hänge da. Ich gehe Schritt für Schritt. Beste Taktik in my life. Hier. Noch ein Abschiedsgeschenk. Wow, ich hätte nicht gedacht, ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht hier, dass ich hier gewinne. Das war die beste Taktik, die es nur gibt. Echt, wirklich gut. Ah, das war aber echt lustig, ey. Das war echt, ich weiß gar nicht, wie ich lächle. Das war ziemlich lustig. Ja, wir haben somit alle Modi durch. Das war echt ziemlich lustig. Hatte auf jeden Fall viel Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht. Weil sonst machen 1v1 nicht unbedingt Spaß. Aber hier hat mir das echt richtig gut gefallen. Und ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du bei dem Gewinnspiel gewonnen hast. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.